Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 148. Folge des Command Conquer 1 Alarmstufe Rot Let's Plays, wo wir in der vorletzten Mission des... Okay, wenn du nicht kämpfen willst, dann mir doch egal. Der vorletzten Mission des zweiten Add-ons der Allianz-Kampagne sind. Wir haben noch die Sowjet-Kampagne vor uns, aber wir sind in der vorletzten Mission der Allianz-Kampagne, wo wir uns etwas harter angestellt haben, aber es jetzt sehr gut aussieht, dass wir hier das Ende hinbekommen. Wir müssen noch einmal hier diesen Mammutpanzer wegkriegen und hier unten das hier. In Ordnung. Ich verrate mir mal noch, was hier ist. In Ordnung. Einheit bereit. Hier muss ich jetzt warten, bis die aufgeladen sind. Nee, muss ich nicht, die sind sofort aufgeladen. Okay, dann kriegt ihr mal die 3. Und die 3 kriegt den Teleportauftrag. Okay, die muss ich einzeln teleportieren, ist nicht schlimm. Dahin. Und du kriegst auch einen Teleport. Dahin. Und ihr schießt aber zuerst auf den Strom. War überhaupt nicht so der Plan. Fahrt mal dahin. Das da wegmachen, bitte. Und wir schicken die Hubschrauber los. Ja. Wir schicken die Hubschrauber los. Einmal dorthin, damit die nicht über die Mammutpanzer fliegen. Perfekt. So. Und jetzt... ist die Frage, hat er jetzt noch Strom, dass die Dinger schießen? Ja oder nein? Brauchen die Strom, damit sie schießen? Einheit verloren. Er hat noch Strom, damit sie schießen auch noch. Na gut, da stellt sich dann natürlich die große Preisfrage, wie ich das hier am besten regle. Bin ich jetzt einfach die gelandeten Jetpiloten hier? Habe ich Luftunterstützung? Habe ich nicht. Ihr fahrt mal da bitte noch hin. Ihr sagt mir, was hier drüben ist. Ich habe so fast langsam die Vermutung, dass ich die Luftabwehr gar nicht mit Strom wegbekomme. In Ordnung. Und dann hätte ich hier stundenlang langlaufen können. Oder er hat jetzt hier noch ein Kraftwerk versteckt. In Ordnung. Sehr gern. Nee, die Luftabwehr funktioniert einfach auch so. Na gut. Natürlich. Dann mach du mal. Ja. Also hier wäre eigentlich sinnvollsten noch einen Hubschrauber. Ihr repariert euch und die schicke ich jetzt gleich hier oben rein und schau mal, ob ich die irgendwie kaputt bekomme. Das hier kann ja nur ewig dauern. Naja, du weg. Du da drauf, du dahin. Melde mich bestätigt. Wird repariert. Ja, Sir. Melde mich wiederholen. Die kriegen das nicht kaputt, aber sie machen sein Geld alle. Und hier würde ich sagen, speichern wir einmal und schauen mal, ob wir die Mammutpanzer schaffen. Melde mich bestätigt. Mehr als massiv schief gehen kann es ja nicht. Fahren die oder bleiben die stehen? Vielleicht kriegt die einzeln gepult. In Ordnung. In Ordnung. Bleiben stehen. Na gut, dann. Auf geht's. Bestätigt.
Schön nah ran. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Damit alles schießen kann. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Weil das ist immer das Hauptproblem, wenn die nicht alle auf einmal schießen können und nicht Fokusfeuer machen, dann klappt das immer nicht. Aber die waren jetzt ehrlich gesagt kein ernstzunehmendes Problem. Das ist nicht so eins, wie ich es erwartet habe. Ich dachte, das wird hier problematisch, aber das ist ja hier. Ja, fährst du fix durch. Okay. So, der ist repariert, dann du dahin. Du dahin. Warten wir jetzt auf Hubschrauber? Wir müssen jetzt nur noch diese vier Gebäude hier wegkriegen. Oder wir bauen noch einen Kronospanzer, dann sind die weg. So ist es nicht gesagt. Wir bauen einfach beides. Einfach beides. Scheiß drauf. Ich habe nichts, was ich da hinkriege auf die Schnelle. Ja, kann auch nichts bauen. Ich könnte probieren mit einer Artillerie. Das hier wegzuballern, vielleicht, wenn ich hier stehe. Aber das und das werde ich eh nicht wegbekommen. Und ihr seht, die machen auch zu wenig Schaden. Das ist nicht signifikant nennenswert. Von daher, wir wollen beides. Warten wir auf Ressourcen. Wir werden schon irgendwann genug Ressourcen haben, um da unten den Angriff zu starten. Und dann passt das schon. Er spawnt direkt hier drauf, wenn ich das als Primärbauwerk festlege. Interessante Info, wusste ich auch noch nicht. Mehr kommt jetzt nicht, ne? Ja, dann brechen wir hier das einmal ab. Und bauen jetzt Kronospanzer. Ihr werdet die zwei. Wir speichern einmal. Und dann... Go da drauf. Was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Entweder ich krieg's kaputt oder eben nicht. Ich weiß übrigens nicht, wie viel Geld der hat. Das kann hier Stunden, Tage dauern, bis ich das platt bekomme. Mit dieser Taktik. Von daher, ne? So, es leben noch alle, oder? Ne, einen haben wir verloren. Einen Hubschrauber haben wir verloren, das ist aber eigentlich egal. Die lassen sich ihre Zeit, die sie brauchen. Hört sich ja schon fast lohnt zu sagen, baut man das ja wieder ab. Aber, ich lasse sie ja unten weitermachen. Lass sie einfach weitermachen. Scheiß drauf. Du brauchst eine Reparatur, weil das wäre dann doch eher das, was ich priorisieren würde. Ja, Abbruch der Reparatur. Mit dem Ziel, dass ich jetzt einfach den nächsten Angriff da unten starte. Und sage, was soll der Geiz? Lieber mit 5 reparierten Helis, anstatt noch auf einen weiteren warten. Dann geben wir den noch in die Bauschlange, dass der fertig ist. Nach dem Angriff. Und dann macht ihr das da platt. Ihr könnt da schon mal wieder mit drauf schießen. Die sind alle auf dem Weg. Alles cool. Perfekt. Hier habe ich keinen Kronospanzer gebaut. Den habe ich abgebrochen. Gut, gut. Perfekt. Dann als nächstes der. Einheit bereit.
eigentlich nur überlegen, ob ich die nächste Mission wieder kürzer mache, damit wir den Anfang mit drin haben, weil ich auch wieder genau eine Aufnahmesession machen wollte. Aufnahmepause. Ja, Aufnahmesessionpause? Whatever. Eine Pause zwischen den Folgen machen wollte, zwischen Aufnehmen. Ich krieg's nicht geschissen, da ich eigentlich jetzt eine Aufnahmepause machen wollte, wäre es vielleicht sinnvoll, dass ich die nächste Folge dann, die nächste Mission in die nächste Folge starte. Das kann also sein, dass ich jetzt vielleicht sage, wir machen die Folge hier 2-3 Minuten kürzer und hängt der nächste dann länger dran, je nachdem. Wo das wahrscheinlich jetzt hier nicht mehr so lange dauern wird. Das sehe ich jetzt schon. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. So, weiter geht's. Da drauf. Bei 8 Minuten werde ich nicht in die nächste Folge mitnehmen. Eine 12-Minuten-Folge. Nee. Also wahrscheinlich eher nicht. Wir werden den Anfang noch mit reinnehmen. Auch wenn das nicht so clever ist. Aber vielleicht ist es auch so eine schwere Mission, wo ich eh 2-3 Versuche brauche. Da schauen wir mal. Ja, einmal schön zurück. Und den da weg. Passt. Wird gebaut. Gestoppt. Abgebaut. Ich überlege, ob ich noch einen Kronospanzer baue, weil da unten wahrscheinlich jetzt gleich eine Einheit stehen bleibt, aber ach. Egal. Wir reparieren einfach alle. Melde mich, wie befohlen. Ja, Sir, ich stehe dich. Ja, Sir. Es sind nur zwei, die Reparatur brauchen, von daher alles cool. Ja, der ist eigentlich noch gekriegt, hat er sogar noch. Also ich habe den genau gestartet, als die Pfeile in die Mitte zeigten. Aber ich weiß gar nicht, ob optisch auch genau. Bestätigt. Ja. Bereit zum Einsatz. Ja, Sir. Bestätigt. Ob optisch auch genau. Der Moment, wo die optische Zusammenführung hier stattfindet, ob das auch der Moment ist, wo der tatsächlich das Ding hier drauf kriegt, die nächste Rakete. Von daher ist es nicht relevant. So, jetzt hier unten das Ding. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich das Problem, dass das Ding platt ist. Da unten steht einer und ich krieg den nicht weg. Mal gucken. We will have a look at this. Und dann haben wir diese Mission auch endlich geschafft. Die hat... Ich habe unnötig lange gebraucht. Ich wollte jetzt sagen, das hat unnötig lange gedauert. Nein, ich habe unnötig lange gebraucht, weil ich die Mission zum ersten Mal gespielt habe. Ich vielleicht nicht unbedingt der beste C&C-Spieler bin. Also ich bitte das zu entschuldigen, dass es jetzt hier nicht unbedingt optimal verlief. Aber ich bin der Meinung, es ist alles cool und in Ordnung. Und wir haben's. Perfekt, auf geht's in die nächste Mission. Ja. 2 Stunden 41. Effizienz 2%. Das sagt, glaube ich, alles. Wir waren nicht sehr effizient. Wir haben es geschafft, Herr General, aber wir waren nicht effizient. So, auf geht's. Letzte Mission des zweiten Add-ons der Allianz-Kampagne. Wir haben gerade Absolute Madness gespielt, korrekt? Genau, wo sie den neuen Panzer produzieren, die Basis hier kaputt ist, genau, genau. Hier meine ich übrigens die, hätte ich einfach hier unten hinschicken können. Na gut, egal. Wenn ich Vision gehabt hätte, die hätte ich mir noch machen müssen. Also ihr seht, das wäre es ja einfach gewesen. Aber wir gehen in diese Mission, Allianz Spawn auf Normal und lesen erstmal vor, was los ist. Acting and misinformation will provided. So wie jetzt have sent a division into your area to deal with what they think is a heavy weapon faction. Was? Aufgrund einer Fehlinformation, die wir erhalten haben, sind die Sowjets mit einer Division auf den Weg in ihre Zone. In our area. To deal with what they think is... To deal, und
haben sich darauf vorbereitet mit dem, was sie denken, was bei uns eine schwere Waffenfabrik ist. Es ist nur eine Art Rappe. But we want them to believe it's real. Aber wir wollen, dass sie weiterhin denken, dass es echt ist. Defend your fake base until reinforcement can arrive to assist you. Verteidigen Sie Ihre Basis, Basisattrappe, Fake Base. Jeder weiß, dass mittlerweile Fake ist, egal. Ihre Basisattrappe, bis die Verstärkung eingetroffen ist. When they arrive, destroy their radar doom to prevent reinforcement, then finish them off. Wenn die Hilfe eingetroffen ist, zerstören sie die Radarzentrale des Gegners, damit keine weitere Verstärkung eintreffen kann. Und danach töten sie alle. Alles klar. Attrappe, Attrappe, Attrappe. Wunderschön, wir haben eine Fake Base. Unser Stützpunkt mit Was kann ich bauen? Wunderschön. Nichts Besonderes. Eieiei. Der ist jetzt hier dauerhaft so weiter? Sieht mir stark danach aus. Weiß nicht, was ist es? Wir machen es einfach mal kaputt. Ah, Ressourcen sind dort. Weiß er den Weg oder tut er nur so? Er wusste den Weg. Sehr schön. Wir schnappen uns das einfach. Es ist Geld. Ja, guck mal noch, was hier ist. Wir versuchen mal noch ein bisschen Sicht um unsere Basis drumherum zu bekommen, so wie ihr das ja von mir gewohnt seid. Braucht ihr noch irgendwas dringend Reparatur? Nein. Wir können nur Bodeneinheiten bauen. Also wir sind jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe hier richtig gute Def-Möglichkeiten. Und daher kann es durchaus sein, dass es hier passiert, dass ich hier 2-3 mehr Versuche brauche, bis ich hier Land sehe. Je nachdem, wie lange ich wirklich brauche, je nachdem, was hier rankommt an Angriff, bis ich hier diese 20 Minuten überstanden habe. Okay, das reicht mir hier erstmal. Dann sagen wir mal noch, was hier drüben ist. Kannst du da hinschießen? Natürlich nicht. Da drauf, da drauf, da drauf. Das, was nicht hätte passieren sollen, ist passiert, egal. Ja. Habt damit schon irgendwie gerechnet? So, was ist hier drüben? Noch 20 Minuten verteidigen, bis Verstärkung eintrifft. Das wird so schief gehen, ich sag's euch. Ja, schon, hier haben wir auch noch mal Kohle zum Einsammeln. Perfekt. Gut,
Und dann gehen wir erstmal in die nächste Mission. Nächste Folge. Dann schauen wir, ob wir das hier hinkriegen. Das wird definitiv noch eine härtere Mission. Da werde ich mich noch wahrscheinlich etwas länger dran festbeißen. Aber mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Vielleicht ist es auch nur 20 Minuten warten, bis es endlich losgeht. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie jeden Scheiß. Dann sagen wir zum Schluss. Tschüss mit Ö.